Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Feed the Beast Infinity Evolved Skyblock Expert Mode. Heute zu einem großen Jubiläum, denn dieses Let's Play geht jetzt schon seit 50 Folgen. Seit Monaten, über Monate hinweg, crafte ich jetzt hier rum. Wir haben es geschafft, wirklich aus dem Nichts, aus ein paar Erde und ein paar Saplings mit ein bisschen Bone Meal, eine komplette Insel aufzubauen. Wir sind auf einem super Weg, haben schon unser eigenes Yu-Yu Matter, sind hier gerade in der letzten Folge ins Auto-Crafting eingestiegen und können uns jetzt wirklich Tonnen Solar-Panels einfach so in dieser wunderschönen, smarten Produktionsstraße zusammencraften. Das ist alles saugeil und so wird es auch hoffentlich noch die nächsten Monate und Jahre hier weitergehen, denn wenn ich mir so ein bisschen einfach mal die Achievements hier angucke, die sich so hier verstecken, dann sieht man, dass wir bis jetzt mit 4 Achievements noch nicht mal die Hälfte hier geschafft haben und dass die Achievements natürlich auch einen steigenden Schwierigkeitsgrad haben, weswegen ich glaube, dass wir uns noch sehr, 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 sehr lange hier aufhalten werden. In der heutigen Folge möchte ich einerseits kurz Revue passieren lassen, was wir bis jetzt alles gemacht haben. Also einfach einmal schnell hier durchgehen und mir angucken, was wir eigentlich alles gecraftet haben, welche Schritte wir gemacht haben. Das wird allerdings nur ein paar Minuten dauern. Danach möchte ich etwas ins Autocrafting integrieren, was es uns ermöglichen wird, 8-mal so viel Strom zu produzieren, wie wir bis jetzt haben. Das ist auch ziemlich cool, oder? So als kleines Special für heute. Dann machen wir noch ein bisschen anderen Stuff. Also hier, Jetpack angezogen und erstmal dahin geflogen, wo alles begonnen hat. Denn da, wo aktuell dieses Wasser hier ist, da ist eigentlich der Spawn. Hier habe ich angefangen, habe die ersten Bäumchen gepflanzt in Folge 1 und so weiter. Das ist echt ein ganzes Stück lang her. Dann habe ich angefangen, hier die erste Lava generieren lassen. Das hier ungefähr ist, das ist sogar original die Location, glaube ich, wo mein erster Cobblestone-Generator war. Dann hier der erste Cobblestone, dann der Weg zum Eimer, wofür ich erstmal diesen Coke Oven gebraucht habe. Dann haben wir das erste Achievement gehabt. Dann haben wir angefangen, den ganzen Scheiß zu automatisieren. Das ist das Ding hier oben mit den 2 Windrädern, das damals unsere Hauptenergieversorgung war. Inzwischen wissen wir, dass diese kleine Solarpanel-Geschichte bereits fast so viel Energie wie so ein riesen Wasserrad produziert. Und das, was wir heute craften werden, wird das eben in die Tasche stecken. Dann haben wir die Stahlproduktion angestartet, eine Smeltery gebaut, uns die nächste Stufe freigeschaltet. Ich bin einmal gestorben, ich Vollidiot, weil ich auf diesen Rock Crusher drauf gestanden bin. Ich bin, glaube ich, sogar nochmal gestorben, ich weiß es gar nicht mehr. Seitdem habe ich 47 Level gesammelt. Dann haben wir hier unser großes Lagersystem aufgebaut, was inzwischen wieder abgerissen und da hinten steht. Haben dann die 2. Erzproduktionsschiene angeworfen, die einfach super ineffizient war. Haben hier eine automatische Baumfarm gebaut, wo dann die Turtle irgendwann abgebaut ist, weil sie keinen Bock mehr hatte. Haben dann angefangen, den Reaktor zu craften, haben Arcrecraft mehr oder weniger durchgespielt, um das nächste Achievement hier zu bekommen und produzieren gerade munter und am flüssigen Band hier Yu-Yu Matter, wo wir bereits mehr als ein Bucket in der Zwischenzeit geschafft haben und hier alles mit, ja, mit bisschen Scrap voll haben. Das wird sich aber ändern, sobald wir hier mehr Energie reinpushen. Deswegen ist das gut, dass wir so viel auf der hohen Kante haben. QED ist ebenfalls eine Geschichte, die wir in der Zeit uns noch freigeschalten haben, plus die riesen XXL-Monsterfalle mit automatischer Produktion von was weiß ich was allem, die hier einfach mal das komplette System hier lahmgelegt hat. Total abgefahren. Ich muss schon ehrlich sagen, ich bin echt stolz auf das, was wir in 50 Folgen hier nur geschafft haben. Und wie gesagt, also ich habe es mal groß hochgerechnet, also wir haben jetzt in Folge 50, ich kann das jetzt hier mal feierlich sagen, fast 2 Tage, also circa 40 Stunden Spielzeit hier drauf. Ich brauche wahrscheinlich irgendwie 500 Stunden, also wird es wirklich das Display wahrscheinlich noch 2 Jahre circa gehen, wenn ich das hier durchspielen möchte. Wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das möchte, aber ich glaube, ihr seid der Meinung, dass ich das möchte. Alles klar, so viel zum Review passieren. Ich hatte recht mit nur ein paar Minuten, ne? Richtig, ich feiere so, weißt du, 50 Folgen vom Projekt. Und alle haben noch Bocken, so, das muss er auch erstmal nachmachen, finde ich. Im Hintergrund habe ich ganz viele Sachen hier am Start. Man sieht ja schon, oh, er hat aber ziemlich viel Glas in der Produktion, ja. Was wir nämlich heute machen werden, ist, dass wir, müsste ich das so reinpushen können, oder? Nicht, Clear Glass lässt sich nicht automatisch, boah, das ist ja gay. Das ist tatsächlich ein anderer Stoff, ne? Das ist nicht im Ore Dictionary derselbe Stoff, krass. So, jetzt aber, wir machen heute ein bisschen Glas und wir machen auch ein bisschen Stahl. Also ich habe gerade eben schon mal eine halbe Stunde diese Folge vorbereitet, damit wir jetzt hier große Mengen an Stahl drin haben, weil die werden wir benötigen für das, was wir gleich machen möchten. Und zwar möchte ich in dieser Folge, warum auch immer das jetzt wieder nicht funktioniert, ich möchte in dieser Folge den nächsten Schritt wagen vom 64RF Solarpanel zum 512RF Solarpanel. Und das bedeutet, dass wir ja hiervon ein paar brauchen, oder auch anders gesagt 512, also 8 Stacks von denen hier, weil 8 mal 64, 8 ist 2 hoch 3 und 64 ist 2 hoch 6, ne?
Das ist dann irgendwie, habe ich mich verrechnet? Ja, bin ich verrechnet, sind dann 512. Passt. Weil 2 hoch 9, das muss er addieren, das ist Hochzahl, das macht das ganz cool. Okay, also, wir brauchen 8 Stacks hiervon und wir haben bereits um die 2 Stacks. Jetzt habe ich natürlich hier, wie gesagt, sau viel Glas und Stahl produzieren lassen, sodass ich jetzt theoretisch 6 Stacks bestellen kann. Ich weiß allerdings nicht, ob das gut geht, um ganz ehrlich zu sein. Deswegen bestellen wir erstmal jetzt hier im Stack. Wir bestellen erstmal 2 Stacks, würde ich sagen. Wie gesagt, wir haben schon ein paar Stacks, aber ich kann jetzt hier sagen, Solar. Und dann zack und zack und dann requesten wir 2 Stacks. Und es scheint funktioniert zu haben, wenn ich nämlich jetzt hier rüberfliege. Wieso fliege ich eigentlich außen rum? Ich voll Idiot. Okay. Dann sehen wir hier, dass hier die Apokalypse am Start ist. Hier wird ganz in großem Maße Stuff reingepusht. Da wurde auch wieder rot gepusht, weil ich keine Satellite-Pach, ja, und so weiter. Hier werden jetzt gerade wirklich Solarpanels am Fließband gecraftet. Wer wissen will, wer ich das gecraftet habe, was da hinten dran hängt, dann guck die letzte Folge an. Ich wollte es nur gesagt haben. Und hier kommen unsere fertigen Solarpanels rein. Das ist allerdings aktuell ein bisschen, naja, suboptimal, weil 512 Stück von denen zusammen craften zu den Hardened und dann nochmal zusammen, ist es ungemütlich. Und deswegen machen wir jetzt einen Schritt weiter und ich werde jetzt das Crafting-Rezept für das hier einfügen. Was relativ einfach ist, es braucht 3 weitere Crafting-Table. Erstmal für die Invernuggets, Nummer 1. Zweitens für diese harten Dinger, Nummer 2. Und drittens für diese hier. Und davon brauchen wir nur 64. Ne? Das ist so ein bisschen die Abstufung. Weswegen ich jetzt kurzen Zeitraffer mache und 2x3, für was zeige ich euch gleich noch, 2x3 weitere Tables hier hinsetze, um die nächste Sache zu automatisieren. Okay, es geht voran, würde ich mal behaupten. Ich habe jetzt hier 6 Logistic Crafting Table und 6 Crafting Logistic Pipes, also genau den Stuff, den ich hierfür benötige. Und im Hintergrund habe ich auch schon mal die nächsten Stacks bestellt. Ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4 und gleich 5 Stacks von den 8 hier beisammen. Und es wird auch langsam Zeit, dass ich die beisammen habe, weil wenn man hier nämlich reinguckt, ich habe mehrere hundert, ich glaube, ich habe sogar über 1000 Glas im Hintergrund produziert und die sind jetzt schon fast alle weg. Ich hoffe mal, dass wir es überhaupt hinbekommen, weil das ist schon mit unserer aktuellen Produktion ein bisschen ein Problem. Wir müssen da an manchen Stellen nochmal ein bisschen mehr optimieren. Insbesondere die Sache mit dem Stahl ist halt ein bisschen ein Problem. Und auch die mit dem Glas, weswegen ich hier schon hochgradig am Arbeiten bin. Aber nur gut, das kostet eben ein bisschen Zeit, bis das Zeug hier so durch ist, da ich auch momentan hier noch keine Katalysatoren, wie zum Beispiel die besseren, ne, und sowas. Ihr wisst, was ich meine, drin habe. Ja, aber das wird hier immerhin schon mal. Was wir jetzt machen, sind die nächsten Crafting-Rezepte so aufstellen, wie wir es benötigen. Dafür müssen wir erstmal wieder 6 Tables aufstellen. Ich mache das jetzt einfach mal hier am laufenden Prozess quasi hier dran. Und dann müssen wir jetzt hier alles, was wir benötigen, reinklatschen. Zunächst müssen wir uns mal angucken im Solar Crafting hier, was wir denn eigentlich benötigen. Wir wollen als nächstes diese hier herstellen, dafür benötigen wir diese hier und dafür benötigen wir Invernuggets. Die werden aus Thermal Foundation zu Thermal Foundation hergestellt. Das heißt, ich kann jetzt hier so hingehen und mir tatsächlich das hier, das ist dasselbe wie in der letzten Folge, mir das hier so rangucken, ja? Thermal Foundation, Thermal Foundation, Rechtsklick, Import, funktioniert. Nächste Kiste. Da müssen wir uns jetzt überlegen, diese hier können bereits hergestellt werden, also ist es genau dieses Crafting-Rezept, das wir hier benötigen. Zack, Import. Nächste Geschichte. Jetzt haben wir nämlich diese Dinger hier, die werden nämlich in dem Table hier ganz hinten produziert. Ja, hier sehen wir sie. Und wir haben hier die Mittelteile, die wir wissen, dass sie produziert werden können. Das bedeutet, wir können jetzt hier das komplette Ding hier herstellen. Das ist schon mal ein bisschen Hausnummer und sagen hier erneut Import. Und da haben wir das Hardened Solar Panel. Nächster Schritt. Jetzt wissen wir können diese Dinger hier herstellen, benötigen also diese hier, benötigen also dafür das, was wir schon herstellen können und Elektrum. Jetzt müssen wir natürlich gucken, weil das ist jetzt wieder etwas, was übers Ore Dictionary läuft. Leider müssen wir gucken, welches Elektrum haben wir da. Müssen wir, also technisch gesehen müssten wir es nicht. Also es ist nur meine Vorsicht, dass ich weiß, dass aus dem Thermal Foundation, dieses Thermal Foundation, dass wir auch wirklich dieses Elektrum herstellen.
Weil ich habe ein bisschen Schiss, dass wenn wir hier nicht aufpassen, dass da genau derselbe Scheiß wie auch damals in Novus passieren kann. Und da bin ich halt wirklich, bin ich des Todes vorsichtig, weil da kann so viel Müll passieren. Das ist einfach, da muss man aufpassen. Deswegen hier Thermal Foundation. Ich hätte nämlich auch den Immersive Engineering auswählen können. Aber nee, wir wollen, dass hier an beiden Stellen Thermal Foundation steht und klicken auch hier auf Import. Übrigens, solange das oder sobald das dann hier drin steht über dieses Import, ist es auch im System registriert, kann also automatisiert werden. Jetzt haben wir sowohl diese Dinger, über das zwei gerade oben, was ich gemacht habe und bla, ihr kennt das jetzt hier. Und auch hier muss man jetzt wieder auswählen, welches man gerne hätte. Wir haben aber gerade die von Thermal Foundation craften lassen, also zack. Und noch einmal Import. Ja, und jetzt ist der letzte Schritt. Und das ist halt ein bisschen pervers, denn jetzt können wir einfach den hier machen. Und Import. Und jetzt kann ich tatsächlich automatisiert die Solarpanels craften lassen, die ich aktuell hier habe. Ne? Nochmal zur Verständnissache. Das ist das Ding, was ich 20 Minuten gebraucht habe, um es von Hand zu craften. Kann ich jetzt hier automatisieren lassen, was ganz cool ist. So, dann gucken wir mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stacks haben wir bereits. Und 14, wenn ich das hier richtig sehe. 6 Stacks und 14. Und ich glaube, unser System hier ist ziemlich fertig. Ja, sieht so aus. Man kann übrigens hier und dann auf Open und dann sieht man auch den Table. Ne? Dann siehst du mal, kannst wirklich so eine ganze Wand hier voll craften. Deswegen habe ich auch so gemacht. Wir haben 6 Stacks und 14. Das heißt, ich muss nicht mehr ganz so viel. Ihr seht es auch, ne? Was jetzt hier draus passiert ist. Wir brauchen etwas mehr als einen Stack. Eigentlich können wir mal den hier requesten. Da können wir nämlich gucken, ob es funktioniert. Das entspricht nämlich einem Stack. Also sagen wir mal, jetzt wird es spannend. Request 1. Und er sagt, requesting successful, und jetzt müsste hier die Party des Jahrhunderts abgehen. Was wir jetzt hier gerade sehen, ist, dass ein 64er F Solar Panel, etwas, was ich, wie gesagt, ich sag's nochmal, 20 Minuten zur Hand brauche. Ja, ich find's vor allem cool, dass man auch wirklich hier sieht, wie hier, das sind die Solar Panels, die hier gerade reingeballert werden. Gerade eben wurden die noch weggehauen quasi. Und jetzt landen die hier drin. Oh, jetzt habe ich irgendwo draufgelegt, wo ich nicht sollte. Nee. Jetzt landen die hier drin, genauso wie diese Harlan Solar Cores. Und ihr habt gesehen, da war gerade mehr als ein Stack. Und der ist jetzt gerade eben, wenn ich jetzt hier reingucke, hier geladen, wo wir bereits vier Stacks hiervon haben. Vier Stück hiervon haben. Oder eins? Fünf, nee, wo es vier ist. Ja, und ihr seht jetzt, lalalalalala, wird hier hoch importiert, importiert. Und jetzt klicken wir hier auf Open. Inzwischen sind schon sechs da. Können wir nochmal zu dem hier rüber gucken. Hier wird jetzt gerade hier ein bisschen mehr geliefert. Und jetzt haben wir hier acht. Nee, haben wir immer noch sechs. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass unser System hängen geblieben ist. Und jetzt gucken wir mal ganz schnell hier rein und sehen, ja. Du bist das Problem. Also jetzt habe ich gerade tatsächlich den Punkt erreicht, wo das Glas zu Neige gegangen ist. Da hatte ich schon voller Folge Schiss und jetzt ist es tatsächlich passiert. Wenn ich nämlich jetzt hier Glas... Ist das synchronisiert? Nein, das ist nicht. Wenn ich jetzt hier Glas eingebe, seht ihr, ich habe absolut kein Glas mehr. Ich könnte jetzt hier nochmal 42 einsortieren lassen. Das dürfte den Prozess ein bisschen beschleunigen, wie ihr seht das. Aber das Glas ist mir ausgegangen. Dieselbe Frage muss ich mir nämlich auch mit dem Stil fragen, aber da dürfte es tatsächlich noch reichen. Glas ist allerdings tatsächlich ein Problem, weswegen ich, wie gesagt, auch die Produktion hier angefeuert habe. Hoffen wir mal, dass es reicht. Also hauen wir mal hier den hier durch und den hier durch. Das feuert das ganze System immerhin ein kleines bisschen wieder an. Können wir auch einfach in die linke Truhe hier rein tun, weil das automatisch importiert und dann eben auch automatisch hier verarbeitet. Jetzt ist gerade neues Glas hier angekommen. Wird dann dementsprechend, hier sieht man, ne? Habt ihr das gesehen gerade? Dass hier die Dinger reingetischt sind. Uns fehlen allerdings immer noch hier ein bisschen ein paar. Und das ist ein Problem. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir jetzt erstmal irgendwie leben müssen. Ich habe jetzt hier 150 Glas drin, aber das nimmt der nicht, weil das Glas nicht am Anfang verfügbar war. Zum Beispiel auch ein Unterschied, glaube ich, zum ME-System. Da hätte das, glaube ich, geblickt. Lass mich jetzt nicht ganz drauf festnageln, aber ich glaube, da hätte er geblickt, dass ich von Hand etwas ins System eingefügt hatte. Ich mache jetzt hier einen kurzen Zeitraffer und wenn wir uns wiedersehen, dann ist die Sache auch tatsächlich fertig. Oh,
sieht verdammt gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube tatsächlich, dass das Glas gerade so gereicht hat. Ich habe nämlich jetzt gerade tatsächlich, das hat jetzt nicht lange gedauert, aber ich habe jetzt hier gerade tatsächlich dieses 64RF Solar Panel rausbekommen und das Glas scheint gerade so zu reichen. Ihr seht, ich habe jetzt hier 0 drinne, 6 habe ich noch hier. Man kann übrigens manuell ins System eingreifen, indem man einfach das Glas hier hineinlegt, so wie ich das hier gemacht habe. Und ich glaube, wir dürften jetzt den Punkt erreicht haben, wo ich es tatsächlich... Oh mein Gott, Leute, ganz, ganz großes Highlight an dieser Stelle. Ich freue mich an mich der Tutorial. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weil das ist ja wie ein Stack. Fügen wir jetzt ins System ein, lassen wir einsortieren, was einfach bedeutet, dass es in irgendeiner meiner Kisten landet. In der ganz unten habe ich das Gefühl, hä? Oder in der mittleren, hier in der mittleren. Das Tolle ist, wenn ich jetzt die etwas besseren Solarpanel bestelle, diese hier, und zwar zum Beispiel, wie wäre es denn mit 7 Stück, dann erkennt er, dass er natürlich die halb so guten schon längst da hat, kann also die einfach umcraften. Und man sieht das dann jetzt auch hier im System, dass das sehr viel schneller geht, weil ich natürlich diese Grundmaterialien, wie man hier sieht, bereits vorliegen habe für 7 von diesen Panels. Also nochmal zum Vergleich, wir produzieren hier gerade eine Energiegewinnung, die einfach meinen bisherigen Stuff um das 8-malige schlägt. Und ja, die wandern dann hier wieder zurück. Das ist abnormal wertvoll, was wir jetzt hier gerade haben. Also diese 8 hier, das machst du nicht mal eben, du. Also natürlich später schon, weil wir müssen irgendwie 65.000 davon machen für ein Achievement, aber das machst du mal nicht so eben. Jetzt brauchen wir hier noch ein einziges von und dann haben wir fast alles schon beisammen. Wenn ich jetzt mal hier reingucke, sieht man, ich habe fast keinen Stahl mehr. Wenn man mal hier reingucke, sieht man, ich habe fast kein Glas mehr. Also mit meinen jetzigen Ressourcen ist es nicht möglich, nochmal 8-mal mehr zu produzieren. Aber es müsste technisch gesehen möglich sein, dass ich hier das Resonant Solar Panel crafte. Also das hier ist noch ein Stück zu heftig, also das Advanced Solar Panel. Aber das Resonant, das müsste möglich sein. Und das ist letztlich auch das, was ich quasi als Special in dieser Folge hier herstellen möchte mit euch zusammen. Das Resonant Solar Panel. Ein großer Schritt für die Menschheit, aber nur ein kleiner für mich. Okay, sorry. Das Ding ist jetzt da. Ihr seht schon, hier ist total tote Möhre. Und das hier müssen wir jetzt erstmal noch weiter craften. Und zwar mit Enderium Nuggets. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mal irgendwann Enderium hergestellt habe. Weil da kann man Enderium Nuggets herstellen. Und wenn man dann klug ist, und ich bin manchmal klug, dann kann man den hier machen. Wenn man nicht so klug ist, dann merkt man auch, dass mir das schon gereicht hätte. Danke. Und dann können wir den hier machen. Und jetzt kommt tatsächlich der große Schritt für die Menschheit. Jetzt machen wir nämlich den hier und haben das Resonant Solar Panel. 512 RF pro Tick und damit 8-mal so viel wie unsere bisherige Energiegewinnung. Tatsächlich alles, was wir in den letzten 50 Folgen gebaut haben, also bis auf den Solar, den Reaktor, das ist unfair, aber der läuft ja auch nicht immer, zusammengerechnet, ist ungefähr halb so effizient, wenn ich mal grob überschlage, dass das hier vielleicht 100, 180 RF sind und das also vielleicht, ja, vielleicht 300 RF macht unsere ganze Geschichte, bis auf den Reaktor, aber den kann ich auch nicht immer laufen lassen, also ich könnte schon, aber ich will nicht, weil ich habe keinen Bock auf Atomenergie, ich habe Angst um meine Insel. aber das ist einfach, alles zusammen ist nur halb so effizient wie das hier und das ist 8-mal so effizient wie meine bisherige. Ja, Leute, und jetzt kommt letztlich der große Moment, auf den wir alle gewartet haben. Guckt mal nochmal zu, vielleicht. Guckt mal einfach hier rein. 2%. 3%. 4%. Okay, ein bisschen langsam, könnte man meinen. Prozent, 10%, 11%, 12%. Ein bisschen schneller, könnte man meinen. Um genau zu sein, 8-mal so schnell. Dafür habe ich dieses Ding gecraftet. Ohne Scheiß. Das war nämlich auch meine ursprüngliche Idee in dieser Folge, wo ich dann 20 Minuten für das alte Panel, für dieses hier gebraucht habe. Da wollte ich genau das herstellen. Und ja, wir haben jetzt die 8-fache Energie, produzieren also Yu-Yu-Matter ohne Scheiß 8-mal so schnell. Und das hier sind schon 8 Iridium. Das ist ein Achtel von dem, was wir fürs ME-System benötigen.
Und jetzt produzieren wir das 8-mal so schnell. Das heißt, in einer Woche oder so, oder 5 Monaten, könnten wir eventuell genug UE-Matter haben, um uns ein Stack Iridium herzustellen. Weil ich mich nicht verrechnet habe. Also 2 Wochen vielleicht. So. Also es ist auf jeden Fall auf einmal in greifbarer Nähe. Und das Tolle ist, ich werde mich dann in den nächsten Folgen noch mehr darum kümmern, dass wir auch Stahl und Glas automatisiert produzieren können. Wird ein bisschen Zeit dauern, aber ist es auf jeden Fall wert. Und das bedeutet dann, dass wir diese Maschinerie einfach 24/7 laufen lassen können, wenn wir genug Electronite, weil da haben wir auch 2000 Stück oder so gebraucht, hier produzieren können. Und dann können wir einfach, dann können wir einfach wirklich ein automatisiertes Crafting-System durchlaufen lassen. Dieses Ding hier braucht oder generiert 32.768, ja, also 32 Giga Kilo RF. Bedeutet, dass das hier 32.000 Solarpanel benötigt. Jetzt könnte man sich überlegen, warte mal, 2 hoch 11, 12, 13, 14, 15, was ist denn 32, das ist 2 hoch 15? Weiß ich gar nicht, wir haben ja aktuell 2 hoch 9. Das heißt, man bräuchte nochmal 2 hoch 6. Das heißt, man bräuchte ganz grob 64 hiervon. Ist das richtig? Also ein Stack von denen hier? Habe ich mich gerade verrechnet? Warte mal, ich mache mal schnell den Taschenrechner. Was sind 64 mal 512? Ja doch, ich habe mich nicht verrechnet, Alter. Das lernt der Informatiker mit Binärzahlen jonglieren. Ja, ja, also ein Stack hiervon. Also von dem, was wir jetzt in einer Folge hergestellt haben. Stack ist eins der, oder ist das nächste, also nicht das, ist das übernächste Achievement, wenn man so möchte. Ist halt wirklich so, also wir können doch mal schnell hier reingehen. Hier. Power forever. At least when it's done. Bla 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 bla. Das ist ein Achievement. Ein Stack hiervon. Das ist greifbar auf einmal, finde ich. Weil diese Dinger hier sind nicht mehr teuer. Da ist einfach nur Lapis noch drüber. Und das hier ist halt dann einfach violette Farbe drum. Das ist ein Witz. Wenn wir eine vernünftige Fabrik für Electronite haben, wenn wir eine vernünftige Glasfabrik haben und so weiter, dann ist es greifbar, ich sag mal, in den nächsten 50 Folgen vielleicht, bis Folge 100, dieses gigantische Solarpanel zu haben. Ich glaube, es ist möglich. Allerdings habe ich auch gesagt, dass ich bei Folge 50 schon ein ME-System habe, also vielleicht ist es doch nicht möglich. Aber vielleicht können wir uns mal ganz grob vorstellen, Folge 100, Resonant Ultimate Solar Panel. Ne? Also immerhin bis hierhin können wir es autocraften lassen. Also eigentlich bis hierhin, aber dann das. Das ist noch ein bisschen Arbeit, aber ich glaube es. Also ich bin zum ersten Mal optimistisch, dass wir wirklich dieses Energieproblem in den Griff bekommen können. Weil das ist schon eine Menge Power. Also das ist schon... Also der zieht schon. Der zieht jetzt ordentlich. Also man muss auch hier mal sehen, die Generierung hier, ich guck gerade mal, ja, die ist ungefähr so schnell wie das hier. Ich war also gar nicht mal so schlecht, mir diese Kiste hier anzusparen. Ist halt einfach richtig schnell jetzt geworden dadurch. Es geht voran, Leute. Es ist wirklich geil zu sehen, dass wir Fortschritt machen. In der nächsten Folge automatisieren wir Stahl, in der nächsten Folge automatisieren wir Glas. Dafür werde ich dieses Solarpanel hier nutzen, dass wir so eine dedizierte Energieversorgung mit Autocrafting hier hinten hinballern. Da kommt dann einfach nur ein Induction Smelter, denke ich mal. Und noch ein Induction und ein Redstone Furnace kommt dahin für die Automatisierung. Und dann werden wir automatisiert Glas herstellen. Jedenfalls halbautomatisiert, weil den Sand müssen wir selbst, aber den kriegen wir von da hinten, das ist auch kein Problem. Und dann können wir tatsächlich loslaufen und solche Dinger immer produzieren lassen, weil der nächste Schritt danach ist ja, dass wir die komplette Erzproduktion, wo ich ja diese Insel hier freigeräumt habe, automatisieren. Ich glaube wirklich, dass wir es schaffen können. Folge 100, 32.000 RF pro Tick. Jedenfalls, wenn es sonnig ist. Alles klar. Ich bin zufrieden. Ich bin echt zufrieden. Das ist ein großer, großer Meilenstein für uns. Ich sag mal Dankeschön fürs Zusehen. Ich sehe so geil aus, Alter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Macht's gut. Ciao. Okay, kleiner Nachtrag, Leute. Ich hatte noch einen Fehler in dieser Folge. Ich wollte gerade auf den Server gehen, habe ich gedacht, Moment mal, da ist doch ein dummer Fehler drin. Das müsste doch noch viel schneller gehen. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Jetzt guck mal hier rein, wie schnell das jetzt läuft.
Warum ist das jetzt nochmal, warte, lass mich rechnen, 2,5 Mal so schnell? Weil ich 2 Fehler gemacht habe. Erstens, ich war der Meinung, dass 200 RF pro Tick von dieser Letstone Energy Cell ausreichen könnten, was natürlich ein grober Fehler ist, denn ich produziere auf einmal 500 RF pro Tick. Also habe ich dann den Connector direkt an die Solarzelle angeschlossen, die übrigens auch voll war, ne? Also da hat irgendwas auch nicht ganz gestimmt. Und dann habe ich entdeckt, Moment mal, so ein normaler Connector kann auch nur 256 RF pro Tick produzieren oder befreien. Also brauchen wir einen MV-Connector und der kann 1024 RF pro Tick. Und jetzt guckt mal, wie das Ding abzischt. Ich habe einfach durch einen dummen Verkabelungsfehler hätte ich fast mein System nochmal aus Versehen 2,5 Mal langsamer laufen lassen, als es eigentlich laufen muss. Jetzt ist es tatsächlich bei maximaler Performance. Das Ding hat trotzdem seinen Energiespeicher und verladet die, aber ihr seht auch schon, ne? Wenn man hier reinguckt, die produzieren nicht mehr genug nach. Ich bin inzwischen so schnell mit der ganzen Geschichte hier. Ich glaube tatsächlich, dass mir die Scrapboxen ausgehen könnten. Wobei hier natürlich noch viel Puffer ist, aber wir werden das in der nächsten Folge sehen. Das ist so abnormal schnell jetzt. Sie hat jetzt seit der letzten Folge schon wieder 5 Millibuckets produziert. Nur mal zum Vergleich, ne? 5 Millibuckets in deinem 3-4 Minuten jetzt. Und wir haben 1000 in den letzten 3 Wochen produziert. Das ist einfach, also das ist abnormal, hä? Und einfach durch einen dummen Verkabelungsfehler ist das jetzt entstanden. Also saugeil, Leute, das war es aber wirklich mit der Special-Folge. Richtig nice, ey. Es ist so ein zufriedenstellendes Gefühl, Mann. Wir waren vor 50 Folgen bei Erde und jetzt siehst du hier rein, wie wirklich im Sekundentakt noch schneller als eine Sekunde 1% Human Matter hier produziert wird. Ey, das ist saugeil. Alles klar, Leute, macht's gut. Bis nächstes Mal. Ciao.